Jazz bedeutet vor allem auch zu improvisieren. Die Band Das Huckepack hatte lediglich eine gemeinsame Probe vor ihrem Konzert in Bludenz. Wir haben heute ein reines Heimspiel gehabt. Das ist für mich eigentlich sehr untypisch, weil ich meine Band in Graz und in Wien habe. Und aber krankheitsbedingt habe ich leider Ausfall gehabt und deshalb haben heute Armin Bonner und der Gregor Storff mit mir gespielt. Ich bin es tatsächlich schon gewohnt so. Also ich habe schon auf Festivals gespielt, wo man beim Frühstück erst beschlossen hat, was man am Abend spielt. Also im Jazz muss man da quasi sehr flexibel sein. Die Ohren retten einen. Man muss die Ohren aufsperren. Der Qualität des Konzerts hat die Umbesetzung keinen Abbruch getan. Die Jazzfans sind beim Festival auf ihre Kosten gekommen. Ja, das ist einfach die Qualität der Musik. Es sind auch sehr abwechslungsreiche Acts dabei. Und das Groove, das Jazz und es sind auch Songwriter dabei. Also wie ihr jetzt gerade gehört habt, wird ein ganz smooth Jazz, was einfach wunderbar ist.